Yo, servus und willkommen zurück zu Excel World vs. Sword Art Online. Ich wollte ja eigentlich leveln, aber die lassen mich ja nicht einmal mehr raus. Ich wollte gerade zu Voglinde, zu der Stadt, beziehungsweise zum ersten Gebiet und wollte halt ein bisschen die Quests machen, aber fängt ja schon die Gespräche an. Das ist jetzt der erste Satz, was ich gesagt habe, von daher, ich kann nicht einmal mehr leveln, ohne Story-relevante Sachen zu machen. Von daher genießen wir einfach die Story und fangen wir, machen wir weiter. Vielleicht im nächsten Part, wenn ich kann, wenn sie mich lasten. Mal schauen. Hat sie nicht gesagt. Du spielst kein anderes Spiel. Du verdammte Scheiße, bleibst hier bei ALO. Bleibst hier, verdammte Scheiße. Du hast nur ein Spiel zu spielen, verdammt. Das ist dieses. キリト、あんたそうやっていつも予測するのやめてよ。しかも必ず当ててくるんだから。気持ち悪いったらあれしないわ。ビキリト、イフェスアレス。ギリ。すみませんでした。おそらくこれもブレインバーストの変遷だな。 その変遷って何だ？前にもそんなこと言ってたよな。簡単に言うと、一定周期で起きるフィールドの属性変化だ。ただ、このALOでは完全に変遷しているというよりも、元の仮想世界に半分混ざってるって言った方が正確なのかしら。自然豊かなファンタジー世界と廃墟がミックスされて、まさに混沌としたフィールドになってしまっているのです。 これもそのペルソナバベルってやつがやったんですよね。しもべ？それは違うようです。あれ、ウィンツリー？メタトロン。いやー、何この子、すっごく可愛い。またそのようになれなれしい態度。はい、いやいや、そんなね、はい、いやいや。新顔が加わるたびに私はこのような目に遭うというのですか？メタトロンさん。 今までどうしてたのです？世界の状況、この異変について、ハイエストレベルから探っていました。すべてを理解することはできませんでしたが、この2つの異なる世界が合わさった状況、それを仮に侵食と呼ぶとしたら、この状況を作り出したのは、故意ではなく偶発的なものだったようです。偶発的？どうしてそれがわかるんだ？ 国威の要請。この世界には新たなる情報に自動的に対応する神の力があると言いましたね。神の力？ああ、カーディナルシステムのことか。私たちの世界から流入し続ける情報に対し、神の力が対応した結果として、このような景観となっているようです。データの流入。あの空の影から？そのようです。 しもべたちの入ってきた場所は、いわゆる入り口専用。あの空間より私たちの世界のあらゆる情報が漏れ入り、この世界への侵食となっているのです。つまり、ペルソナバベルのせいではない。でも、そもそも入り口を作り出したのは、あの人なのかな？どうだろう。 最初私は確かに操りに利用されたが、結果として今は敵対している。侵食を願っていたわけではなさそうだ。そう考えると、世界をつなげたことはバベルにとっても良策ではないわけか。私はあの影の成り立ちについてもう少し調べてみることにしましょう。ありがとう、メタトロン。言っておきますが、 これは別にしもべたちに手を貸しているわけではないのですよ。あ、そう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 、
き離脱ポータルがあったのです。そうか、それはよかった。向こうに戻る方法が見つかったのはひとまず安心だな。とはいえ我々はキリトたちに協力すると約束した。最後まで付き合ってもいいだろうか。うん、もちろんだよ。むしろお願いしたいところだわ。ありがとう。では引き続き協力させてもらおう。This was quite fucking unawares. 私の姿がそんなに珍しいのか？あ、悪い。見事な黒だなと思って。そういうキリトも黒いそうだな。自分で選んだのか？そうだな。黒をまとうようになってから随分に経つけど、苦労して入手した最初の装備が漆黒のコートだったんだ。それ以来ずっとこんな感じだよ。ほう、なるほど。では入手した装備が赤だったら今頃は赤の剣士になっていたのかもな。それはどうかな。我々のアバターはプログラムによって名前やデザイン、色属性が決定される。自分で選ぶものではないんだね。フレインダーストのプログラムはプレイヤーの身体イメージを、そのプレイヤーの脅迫観念をもとにデュエルアバターを作り上げるのだ。そんなことまでできるのか、すごいな。だから黒という色は文字通り私自身の心の色に他ならない。俺は綺麗だと思うぜ、お前のその色。綺麗か。ああ、よし、行こう。ローダス、二人の黒の剣士の共同戦線だ。望むところだ。So, sind sie endlich fertig mit Gelaber. Wunderschön. Und ich mach halt gar nichts. Ich lasse einfach die Drecksack bei den anderen erledigen. Weil ich wollte ja eigentlich nochmal zurück, ne? Von daher, ich wollte eigentlich gar nicht so weit weg hier. Aber schön, dass sie über die Farbe Schwarz geredet haben. Der rote Schwertkämpfer Kirito. Gott, bitte nicht. Ich habe euch ja versprochen, wir schauen uns mal kurz das Online-Ding an. Das wollte ich ja auf jeden Fall in dem Part immer machen. Dass ich da auch mal reinschaue. Und was das so gibt. So, das war ja. Wo müssen wir ja wieder zurückfinden? Das war ja hier beim rechten Portal. Schauen wir mal, ob das überhaupt funktioniert. Nutzungsbedingungen. Natürlich. Kann man das auch ein bisschen schneller machen? Oh, Junge, kann man nicht. Und so wie ich die Nutzungsbedingungen halt kenne, muss man alles lesen, was ich natürlich alles mache. Und dann, erst wenn man ganz nach unten gescrollt hat, dann hat man die Möglichkeit, wahrscheinlich dann auf X, dass man es dann akzeptiert, weil momentan habe ich nur die Möglichkeit, nicht einverstanden. Ich kann es leider nicht schneller machen. Ich drücke ja schon jede Taste, aber das funktioniert nicht. Von daher... Denke ich mal, ich schneide ein bisschen. Willkommen im Jahre 2021! Heilige Scheiße! Okay. Warum? Hey, willkommen im Jahre 2024! Noch zwei Jahre müssen im Excel, im SAO-Universum. Wenn jetzt doch mal sowas kommt, dann gibt's langsam Ärger. Wir haben es geschafft, Verbindung wird geprüft. Wahrscheinlich steht jetzt da. Die Verbindung funktioniert nicht. Gib weg. Komplett offenes Spiel ohne Einstellungen einer Sitzung. Individuelles Spiel. Nach Sitzung suchen. Wir suchen mal. Was haben wir denn? Zweck der Sitzung. Das war eigentlich ziemlich wurscht. Wir suchen einfach mal. Mal schauen, was er eigentlich so findet. Ob da überhaupt Leute dabei sind, die gerne SAO spielen und Excel World. Mal schauen. Suche nach Spielesitzung. So. Alle sind willkommen. Das ist doch schön. Steht da irgendwie was Interessantes? Entspanntes Spiel zum Spaß. Will Burst Pound verdienen. Was damit ist, weiß ich halt auch noch nicht so genau. Das sind 6 Leute. Nur Elite-Spieler. Ich bin nicht unbedingt ein Elite-Spieler. Das sind 6 von 16. Alle sind willkommen.
Ja, ohne Voice Chat. Jawohl. Wir gehen da einfach mal rein. Spielesitzung wird beigetreten. Schauen wir mal, ob wir da reinkommen. Hallöchen, ich bin's, Final Kirito. Ich bin der Letzte. Im Multiplayer kannst du über die Questtafel Extra Quest und PvP-Sitzungen erstellen und nach ihnen teilnehmen. Drücke im Multiplayer L1 plus L1 und Optionen, sowas werde ich mir nie merken können. Das kann ich zwar jetzt machen, aber Fürst der Zerstörung. Krieg ich auch vielleicht so einen Namen? 122 bin ich. Schauen wir mal den. Ich weiß gar nicht, wer der Hauptdings war. Schauen wir uns den Fürst an. Oh Junge. 700. 1000! Okay, man kann Level 1050 sein. Ich als Noob. Okay. Ich habe keine Ahnung, was man jetzt eigentlich machen soll. Das sind die Spieler. Hi, ich bin Kirito. Ich kann gar nichts. Sitzung erstellen. Wie die alle halt schon 500, 600 und so weiter sind. Ich bin halt ein. Sitzung erstellen. Kann ich den überhaupt mit. Ich glaube, da kann ich gar nicht mit, oder? Ich habe da auch keine Ahnung, wie ich wink. Vielleicht dahin. Aber muss ich nicht erstmal eine Quest aktivieren? Ich glaube ja. Also ich würde jetzt einfach mal sagen, ich kann keine Quest annehmen. Weil es so eine hochrangige Quest ist. Quest annehmen, um PvP-Sitzung starten. Suche in der Sitzung. Ah. Wunderbar. Ich bin dabei. So, ich bin bereit. Aber ich werde ja sowas von nichts machen, das kann ich euch jetzt schon sagen. Ich werde ja sowas von nichts machen. Ich bin Level 112. Warte auf Synchronisation. Ich glaube, ich bin gerade im falschen Spiel. Oh Junge. Das sind die Könige. Was ist unsere Taktik? Rennen! Oh, tschüss! Ich geh da mal, wa? Was für Level sind die? Der Engel ist schon besiegt. Das ist schön. Und da hat die Sitzung beendet. 777! Das ist schön. Scheiße! Ich bin One-Hit, das sage ich euch jetzt schon. Ich fliege einfach ein bisschen. Die schaffen das schon. Ah, die haben sogar den... ich habe keine Ahnung, wer du bist. Nein! Nico, geh weg! Schleidi! Flieg! Kirito, flieg! Das ist das Einzige, was du machen kannst. Warte mal, ich kann dich doch wieder beleben, oder? Ich hoffe es wenigstens. Gut gemacht, Kirito. Oh Gott, das sind so viele Gegner. Das Gegner. Scheiße. Ich würde ja gerne wiederbeleben, aber... Das funktioniert nicht gerade unbedingt so. Dass sogar ein 612er stirbt, ne? Es hat bei mir nicht viel Hoffnung. Sie lebt wieder! Oder er, keine Ahnung. Sind die jetzt schon alle tot, ne? Das sind doch überall. Sieht man an den roten Punkten, das sind unsere Gegner. Wie gesagt, ich kann da jetzt nicht viel machen, weil ich mache da wahrscheinlich null Schaden. Aber die dafür... genießen wir einfach mal die freie Wildbahn. Da oben ist die Action. Hallöchen. Vor allem sind gleich gegen alle sieben Ritter. Alle Level 9er zu kämpfen, das ist nicht unbedingt die feine englische Art und Weise. Aber irgendwie geht keiner auf mich zu. Das ist schön. Die Lebenspunkte sind weniger auf die Hälfte, das ist schön.
Was? Paralyse-Nadel? Alter! Ich würde mal interessieren, was für Level ich jetzt bin. Weil ich denke mal, da kriege ich auf jeden Fall einige Levels. Das ist irgendwie so die faule Taktik. Du kannst einfach in so ein Spiel rein, wo die Spieler einfach Level 1050 sind. Gehst da einfach rein, macht's nichts. Schaust halt, dass du nicht getroffen wirst. Und levelst dann richtig schön ab. Level up dich. Es geht halt richtig schön. Wollte gerade mal schauen, was für Level ich bin. 170! Ich will ja nicht sagen, dass ich 60 Level fast gemacht habe, aber ja. 180! Okay, vergesst das Leveln bei dem Offline-Spiel. Wir gehen online. Wahrscheinlich werde ich noch Level 200. Ohne irgendwas zu machen. Ich überlege mich gerade, wie ich den Button nennen werde. Die faule Taktik oder so. Wie viel König haben wir noch? 3 Stück oder so? Das sind noch einige. Achso. Mal schauen. Ah, die Nico liegt. Knie dich nieder vor deinem Herr und Meister. Sind noch... Wie viel? Einer, oder? Der blaue Ritter. Ah, der grüne ist auch noch da. Wird er sowas von nichts machen. Wir können uns wegen die... fucking klauen. Du hast uns in den Hinterhalt gelockt. Ah, auf dem Silk. Da ist eine schöne Kugel, kann die aufheben. Alter, Black Lotus Lichter. Hier. Alter, Sasuke wurde besiegt. Wo ist denn seine Flamme? Die ist da, ne? Ich hoffe, der fliegt jetzt nicht auf mich los. So, kann ich dich jetzt wiederbeleben? Achso, du gehörst zu uns. Ich hab schon gedacht, scheiße. Okay. Was für Level sind wir denn jetzt momentan? 196. Wir haben, wenn es so weitergeht, haben wir fast 100 Level gemacht. Mit einer Mission und ich habe nichts gemacht. Ach, das sind meine Lieblingsquests. So, wie viel Leben hat der? Der ist auch fast tot. Aber stell dir, man zieht's halt. Achso, es war nicht vom Gegner, weil sonst wäre ich weg gewesen. Ich hätte auch hüpfen können, ne? So, der blaue Ritter, der ist gleich weg. Und der andere? Der ist... Na gut, der hat noch ein bisschen... Aber der ist ja auch eher der Tankige. Ist der jetzt schon down? Jawohl. Levelaufstieg! Woo! Verurteilt mich nicht, liebe Leute! Alles ist halt... Das könnt ihr auch machen, wenn ihr das Spiel habt. Nein, lass mich in Ruhe. Wenn ihr leveln wollt, dann geht online. So, ich möchte dich wiederbeleben. Ich will auch mal was wiederbeleben. Ich will wenigstens irgendwas machen. Gut, ich bleib mal einfach da stehen, wenn ihr das so haben wollt. Ich hab gewonnen! 215. Erweiterte Rüstung habe ich bekommen. Ich habe gewonnen, ne? Was sagt ihr jetzt dazu? Oh Gott. Okay, das wusste ich nicht, dass es so heftig wird. 70.000 Yard, 8.000 Burst Point und irgendwas mal 1. Boah, das ist aber auch eine 8-Sterne-Quest. Kampf. Jo. Auf zur Bossjagd. Ich hab sogar eine Trophäe bekommen. Bam. Das war nice. Kann ich vielleicht noch eine machen? Ich mach noch eine. Da mal eine Stufe 7 Quest. Gönnen wir uns, oder? Gönnen wir uns so richtig.
Ich werde zwar wieder nichts machen, aber hey! Schauen wir uns die Quest doch an. Ah, das ist geil. Dann geht es Let's Play auch ein bisschen schneller dann, weil diese ganzen Bosse mit ihren viel zu viel Leben, es geht halt auch ein bisschen ein auf die Nerven, muss ich schon ehrlich sagen. Weil stark sind die nicht, die haben halt einfach nur viel Leben und du musst halt einfach ewig draufhauen. Aber wenn man dann gutes Equipment sogar bekommt, ne? Und Level up wie sonst da was, dann sind sie selber schuld. Ach du Scheibenkleister. Oh je, das sind viele Todesengel. Daishobo? Ich bin nicht ganz so Daishobo. So, lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Ich bin nur Zuschauer. Nee. Unsichtbarer Mann, nicht gut. Genau, lassen wir alle mal in Ruhe. Und ich chill meine Base da hinten. Ich unterstütze euch von hinten. Oh, ich habe einen Katana bekommen. Ich hätte gerne ein Schwert für einen Kirito, wenn ich... Wow! Ich habe es überlebt. Okay. Ah, die ist auch da. Die leider bei SAO beim Anime gestorben ist. Multiplayer-Spiele. Finde ich gut. ihr habt mein Segen auf jeden Fall. Da kann ich mich ja ewig hochboosten. Also, das ist ja schon nichts mehr feierlich, ey. Oh, schaut euch an, wie viel Yard ich habe. Ich habe jetzt schon über 100.000. Burstpoint habe ich jetzt fast auch 10.000. Oh, das ist ja Weihnachten. So, wie kann ich das jetzt verlassen? Also, ich könnte ja jetzt ewig noch mitleveln, aber... Also, wir können auf jeden Fall die Story jetzt machen. Aber das werden wir im nächsten Part erfahren. Scheiße, wir haben über 100 Level gemacht in diesem Part. Da will noch einer sagen, wir kommen in dem Spiel nicht voran. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Haut rein. Euer Final.